Nach dem Coupé kommt das Cabrio, auch bei Bentley, in diesem Fall beim Continental GT. C. Speed. Also, wofür das Speed steht, brauche ich nicht zu erklären. Das ist relativ im wahrsten Sinne selbsterklärend. Für Geschwindigkeit und dafür verantwortlich ist ein W12 unter dieser langgezogenen Haube. Der hat 659 PS und den zeige ich euch gleich nochmal. Ja, das Coupé hat Bentley vor ein paar Wochen vorgestellt. Schon jetzt kommt das Cabrio dran und wir nehmen euch gleich mal mit auf eine kleine Runde. Aber zuvor, wie versprochen, schauen wir einmal kurz in den Innenraum und in den Motorraum. Wir entern mal kurz den Innenraum und sehen schon hier alles vom Feinsten, viel Chrom, viel edles Leder. In diesem Fall hier mit dunkelvioletter Kontrast, Zweifarbleder, an die Außenfarbe angepasst. In diesem Fall jetzt hier Kohlefaser-Dekors. Wir lassen mal ganz kurz den Motor an. Dann sehen wir, wie einmal hier der Bildschirm flippt quasi. Und dann wird aus dem schönen Carbon-Dekor ein modernes Touchscreen-Infotainment. High-End-Soundsystem, Firma heißt Neim, kostet allerdings Aufpreis. Und Motor läuft noch, machen wir gleich mal aus. Und ziehen mal da am Hebel. Und jetzt kommt mal kurz mit, jetzt schauen wir mal dem Biest unter die Haube. Und da haben wir es, das quasi fast schon Highlight dieses Autos, ein Prachtstück von Motor, W12, 659 PS. Ja, und in diesem schönen Auto leider nicht mehr so lange zu kriegen, denn Bentley hat angekündigt, ab 2030 die komplette Palette auf Vollelektro umstellen zu wollen. Das reißt uns Benzinfreaks und Vollgaskranken natürlich so ein bisschen das Herz aus der Seele, aber dem normalen Bentley-Kunden 60 aufwärts mit Häuschen am Starnberger See wird das relativ egal sein, was das Auto jetzt vorantreibt. Hauptsache, das tut es mit Vehemenz und das kann Elektro ja auch ganz gut. Aber für unser Eins, solange es das noch gibt, genießen wir den Verbrenner und diesen wunderbaren Zwölfzylinder. Den Sound habe ich euch gerade schon kurz gezeigt. Jetzt schauen wir, wie das Ding fährt. Eben noch nur drin gesessen, jetzt fahren wir im Bentley Continental GT Speed Convertible oder einfach kurz GTC, dem schnellsten je gebauten Serien-Bentley. Das war das Coupé auch schon, auch das Cabrio fährt Max 335, wenn das denn die Frisur erlaubt oder die Windverwirbelungen zulassen, ansonsten macht man was Dach zu. Geht ja auch. Wir haben im Bug den wunderbaren, diesen kolossalen W12-Zylinder mit jetzt 659 PS. Dann lassen wir das Biest mal von alleine. Hui, und da schiebt er. Aha. Ja, sauber. Dass man so viel Gewicht so agil beschleunigen kann, das kommt einem auch nicht alle Tage unter. Wir haben fast 2,4 Tonnen. Auf 5 Meter Fahrzeug verteilt. Ja, Leistungsgewicht passt. Sind immer ganz grob überschlagen, irgendwo so knapp über 3,5 Kilo pro PS. Das ist eigentlich relativ vernünftig. Also gegen viel schwer hilft auch viel Leistung. Natürlich nicht agil auf der Rennstrecke. Kann er auch, haben wir schon beim letzten Video zum Coupé durchaus festgestellt. Den Link zum Video können euch die Kollegen ja vielleicht mal hier unten in der Videobeschreibung oder irgendwo hier oben als Link einbinden. Dann könnt ihr mal sehen, wie sich das Coupé auch auf einer Fahrdynamik-Handling-Strecke schlägt. Aber jetzt hier cruisen wir einfach mal schön durch die bayerischen Landschaften hier in der Nähe von München. Und ja, schauen wir mal, was das Auto so
so tut, wenn wir jetzt zum Beispiel mal in die Mittelkonsole greifen und am Fahrdynamikregler rumfummeln. Der hat hier ja, 4 Auswahlmöglichkeiten. Custom einmal zum selber einstellen. Das B steht für den Bentley Mode. Man könnte auch einfach Normalmodus sagen, aber das wäre ja langweilig. Komfort, auch, naja, der Name sagt schon aus. Wir haben hier eine 3-Kammer Luftfederung, serienmäßig verbaut. Da wird das Ganze natürlich noch ein bisschen harmonischer eingestellt, dämpft Unebenheiten. Ja, relativ gut weg. Ist ja ein als komfortabler Reisewagen erstmal ausgelegt. So ein bisschen die Unebenheiten merkt man noch, aber ansonsten sehr sänftig das Ganze. Die Sitze unterstützen das. Es ist hier eigentlich so ein schönes Sofa aus hochwertigem Leder. Ich glaube, pro Sitz sind irgendwie 3,5 Kühe verbaut. Natürlich nicht nur Spaß, aber so ungefähr fühlt sich's an. Neben Normal und Komfort gibt es natürlich auch hier einmal ganz auf links gedreht den Sportmodus. Man hört schon an der Akustik, da ja, gibt es einfach ein bisschen mehr Präsenz, was den Motorsound angeht. Und auch Fahrwerklenkung wird alles etwas sportlicher ausgelegt. Das Schöne ist, wie ich finde, dass Bentley das nicht gemacht hat, was die Fahrwerkspreizung angeht, dass man einfach die bestehende Spreizung nimmt, die ja deutlich in Richtung Komfort war, und das Ganze einfach Richtung Sport verschiebt. Bentley macht das so, dass man den Normalmodus und den Sportmodus einfach so lässt, wie er ist, von der Konfiguration her. Das ist wie aus den anderen Modellen auch bekannt. Und den Sportmodus beim Speed einfach noch ein bisschen straffer macht, wie es bisher beim, ich sag mal, Standard V12 so der Fall war. Also man kriegt mit diesem Auto nicht nur mehr Leistung, sondern auch, was die Abstimmung angeht, mehr Spreizung. So muss es eigentlich sein. So, ich gehe mal wieder von Sport zurück auf Komfort. Nicht, weil ich es nicht eigentlich besser finde, sondern weil die ganzen Vibrationen hier irgendwie das Kamerabild vielleicht ein bisschen durcheinander bringen. Und ich will ja nicht, dass ihr so vorm Monitor sitzt und er denkt, ja, was ist denn da ist los? Über die Luftfederung hatte ich schon ein bisschen was erzählt. So an weiteren Fahrwerksdetails. Wir haben eine Allradlenkung quasi verbaut. Also die Hinterachse lenkt im unteren Geschwindigkeitsbereich mit. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, bis zu 4 Grad gegenläufig. Das merkt man vor allem in der Innenstadt. Also wir sind vorhin schon mal so ein bisschen auf und ab gefahren, um die ganzen Außenaufnahmen zu machen, und mussten da ein paar Mal wenden. Und also für ein Auto dieser Größe kannst du damit echt auf den Bierdeckel umdrehen. Das ist phänomenal, macht er wirklich gut. Auf der anderen Seite natürlich, wenn die Geschwindigkeiten ein bisschen höher werden, dann schlägt die Hinterachse natürlich nicht mehr gegenläufig ein, sonst würden wir einfach abbiegen und in die Leitplanke. Dann funktioniert das Ganze, dann dreht sich das um und schlägt in der gleichen Richtung ein. Das heißt, die Fuhre stabilisiert sich bei hohen Geschwindigkeiten in Sachen Spur, was wir natürlich noch haben in Sachen Fahrwerk, Antrieb und so weiter. Allrad ist klar, der verteilt auch je nach Fahrmodus die Antriebsleistung unterschiedlich auf Vorder- und Hinterachse. Im Sportmodus deutlich mehr nach hinten natürlich, ich glaube so um die 3/4. Wenn es nicht stimmt, beschimpft mich in den Kommentaren, aber ich glaube irgendwie sowas in der Richtung war es. Ansonsten auch Hecklastig ausgelegt, aber die normalen Modi schicken ein bisschen mehr Antriebsleistung auf die Vorderachse. An der Hinterachse haben wir noch ein elektronisches Sperrdifferenzial, also nichts, was irgendwie tatsächlich mechanisch die Kräfte umleitet, sondern im Grunde Torque Vectoring. Also in Kurven wird das kurvenäußere Rad ein bisschen stärker angesteuert, beziehungsweise das Innere eben nicht, und dann geht es halt ein bisschen zackiger ums Eck. Abgesehen von den ganzen fahrdynamischen Sperrenzchen, die wir hier verbaut haben, unter anderem, habe ich noch gar nicht erzählt, Bremsanlage an der Vorderachse.
die größte in einem Serien-PKW verbaute. 440 mm Durchmesser, Carbon-Keramik. Das ist die gleiche Bremsanlage, die Lamborghini auch im Urus verbaut. Also man sieht so ein bisschen die Konzernphilosophie. Möglichst schweres Auto kriegt auch die größtmögliche Bremsanlage. Das Ganze muss ja auch bei Tempi über 300 irgendwie wieder verzögert werden. Und dafür braucht es natürlich Bremspower. Haben wir hier auf jeden Fall verbaut, allerdings nur optional. Die Keramikbremse ist nicht Serie. Bentley sagt einfach, ja, wer es nicht will, soll auch die Option haben, es nicht mitnehmen zu müssen. So, biegen wir hier einmal ab. Und naja, jetzt so viel Technik erzählt. Das, wo der Bentley-Fahrer sich am meisten aufhält, ist ja im Auto. Und also ein bisschen was seht ihr ja vom Innenraum. Den Rest zeigen wir euch im Detail. Da haben sich die Jungs auch absolut nicht lumpen lassen. Edelste Materialien im kompletten Innenraum. Wir haben jetzt hier dieses schöne Exemplar mit Carbon-Dekor. Dieser riesige Bildschirm, der ist, also der klappt einmal hier auf. Wenn das Auto steht, haben wir hier eine komplette Kohlefaserfront. Wir haben Leder abgesetzt hier mit diesem Raupensteppmuster. In diesem Fall zweifarbig, eigentlich ein schwarzes Leder mit dunkelvioletten Kontrastelementen, passend zum Außenlack. Also wie man es von Bentley kennt, egal was der eigene Geschmack einen diktiert oder was der Geldbeutel vorgibt, es ist alles zu haben. Es ist nahezu, sind dem Individualisierungsdrang keine Grenzen gesetzt. So, ich habe vorhin schon mal, ja, was heißt hier versprochen, aber der Akustik zuliebe gesagt, ich mache mal das Dach zu. Das funktioniert natürlich während der Fahrt. Ihr könnt ja mal anhand des Timecodes im Video mitstoppen. Ich drücke jetzt den Knopf. So, der Deckel öffnet sich. Und die Mütze, die muss ja auch ein bisschen Distanz hinter sich bringen. So, drauf, Deckel runter. Heckteil drauf und Scheiben hoch. Zack, fertig. Da habe ich jetzt schon schnellere Dachmechanismen erlebt in meinem Motorjournalistenleben, aber wie gesagt, ist ja auch ein langes Dach. Ist ja nicht wie so bei einem MX-5 oder so, wo man nach hinten langt und wupp macht. Tja, und schon haben wir, was die Akustik angeht, hier so ein leichtes Säuseln noch im linken hinteren Bereich kann ich wahrnehmen. Ansonsten sind wir jetzt nahezu von der Außenwelt entkoppelt. Fast wie das Coupé. Nur mit der Option auf Dach runter. Und jetzt fällt mir gerade noch was ein, was ich euch noch erzählen wollte, nämlich was die Lenkung angeht. Das ist natürlich keine ultradirekte Lenkung wie jetzt bei einem Porsche oder bei einem richtigen Sportwagen. Entschuldigung, Bentley, dass ich das jetzt hier so, dass mir das so ehrlich rausgerutscht ist, aber es ist nun mal kein richtiger Sportwagen. Will er ja auch gar nicht sein. Will ja ein Touren, ein Reisewagen sein mit ordentlich souveräner Leistung. Und ja, diese Aufgabenstellung erfüllt er wirklich hervorragend. Nur eben, was die Lenkung angeht, auch wenn wir jetzt vom Komfort in Sport gehen, da ändert sich nicht recht viel. Es geht ein bisschen Lenkwiderstand raus. Das finde ich eigentlich ganz angenehm, gerade aus sportlicher Sicht. Vor allem, wenn wir zurück in den Komfortmodus jetzt schalten. Du hast hier wirklich relativ hohe Kräfte, um mal so dieses erste Lenkmoment, über den Lenktodpunkt rauszukommen, um das zu überwinden. Da muss man schon ziemliche Kräfte aufwenden. Also natürlich geht das auch leicht, aber im Vergleich zu anderen Autos halt. Wenn wir jetzt in den Sportmodus gehen, ist das ein bisschen leichter, ein bisschen harmonischer. Aber so wirklich das exakte Feedback kommt einfach nicht zurück. Ist natürlich der Technologie, der gesamten Auslegung des Autos geschuldet und demnach verschmerzbar. Wie gesagt, auf der Rennstrecke hat es sich trotzdem für das Gewicht eigentlich relativ agil angefühlt. Und beim Cabrio, beim GTC
ist das ohnehin weniger relevant. Vielleicht, wenn wir jetzt mal in diese kleine Nebenstraße abgebogen sind, vielleicht schaffen wir es sogar, ich mache nochmal hier auf Komfort, weil sonst schlackert mir die Kamera hier ein bisschen zu arg, vielleicht schaffen wir es ja sogar, eine einsame gerade Strecke zu finden, wo ich euch mal einen Launch Control Start demonstrieren kann. 3,6 auf 100, wie gesagt, 3,35 Top Speed. Den werden wir natürlich hier auf Landstraßen im Münchner Umland nicht wirklich erreichen. Also könnten wir vielleicht schon, aber dann wären wir den Führerschein für immer und ewig los. Das wollen wir auch nicht. Aber da vorne geht es doch relativ gerade. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Einmal Sportmodus. Mit dem linken ist man einfach ein Bremsdepp. Links voll auf die Bremse, rechts voll aufs Gas, Startkontrolle aktiviert. Und auf geht's. 100. Ah. Ja. Macht er gut, macht Spaß. Bentley Continental GTC Speed. Ein prachtvoller Powercruiser vor dem Herrn. Besonders bei einem so schönen Spätsommertag mit Dach unten und Sonne strahlt. Mehr kann man sich als Autofreak nicht wünschen. Das Auto hat Leistung tatsächlich im Überfluss. Mehr als jemals irgendjemand brauchen würde, der sich so ein Auto kauft. Leistung im Überfluss, Dekadenz im Überfluss. Aber man sollte auch etwas anderes im Überfluss haben, nämlich die Kohlen. Basispreis 294.600 Euro. Das ist eine ganze Stange Geld. Aber allein in diesem dunkelvioletten Exemplar hier stecken nochmal 66.000 Euro an Extras. Allein die Carbon-Keramik-Bremsanlage kostet schon mal 11.890 Euro Aufpreis. Allein durch den Preis ist also schon mal gewährleistet, dass sich dieses Auto nicht jeder leisten und kaufen kann. Und in ein paar Jahren wird das vielleicht noch exklusiver, eben weil noch dieser wunderbare W12 verbaut ist, der jetzt langsam so das Ende seiner Tage sieht, das Licht am Ende des Tunnels quasi. Das Licht ist blöderweise ein entgegenkommender Zug. Ab 2030 alle Bentleys nur noch elektrisch. Dieser hier, der klingt noch gut.